So, hallo ihr Lieben und willkommen zum zweiten Video für die Pikmondo-Werbung. Genau, ich sag das jetzt nochmal mit Absicht. Ich habe gerade eine Kooperation am Laufen mit Pikmondo. Mir wurden verschiedene Produkte zur Verfügung gestellt. Ich verlinke euch das Vorstellungsvideo unten in der Infobox. Denkt an den Rabattcode TINKERART10. Damit könnt ihr, wenn ihr bei Pikmondo einkauft, 10% von eurem Einkauf sparen. Finde ich natürlich eine geile Sache. Das ist ein Couponcode, den Pikmondo für meine Abonnenten zur Verfügung stellt und finde ich richtig, richtig cool. Ich möchte euch heute die verschiedenen Produkte jetzt nochmal ein bisschen genauer zeigen und fange jetzt mit dem LED-Pad an. Und das LED-Pad ist dafür da, dass ihr die Ziffern, Zahlen, Buchstaben, wie auch immer, auf eurem Diamond-Painting-Bild besser sehen könnt. Moment, ich teste das mal ganz kurz an. So, genau. Dass ihr das quasi besser sehen könnt. Das ist jetzt das LED-Pad. Und ihr schiebt den Mini-USB einfach hier oben rein. Ich stelle mich mal ganz kurz hin, dann könnt ihr, genau. So, dann könnt ihr das LED-Pad anmachen. Ihr seht, dann ist das schon eine Beleuchtung. Wenn ihr nochmal drauf drückt, wird es heller. Und wenn ihr nochmal drauf drückt, wird es dann ganz hell. Und ich hoffe, das ist jetzt nicht zu hell. Ich mache es jetzt nochmal ganz kurz aus. Und ich zeige das euch jetzt nochmal anhand von dem Diamond Painting Bild. Das ist dieses hier. Mir wurde dieses hier zur Verfügung gestellt. Moment, ich lege das jetzt hier mal so ein bisschen rum. Das ist nämlich gar nicht so einfach hier auf meinem kleinen Tisch. Und wenn ihr das dann anmacht, dann könnt ihr, boah, das geht wirklich, okay, dann könnt ihr wirklich die Zahlen richtig, richtig gut sehen. Und gerade jetzt auch bei den dunklen, Moment, ich versuche mal euch ein bisschen heranzuholen. So, genau. Also ihr seht das jetzt hier auch gerade bei diesem Dunklen. Ich mache es mal aus. Ist das ein bisschen schwierig, immer alles so zu erkennen. Hier der Buchstabe oder das hier oder das. Das ist sehr, sehr schwierig zu erkennen. Wenn ihr denn euer LED-Pad anmacht, auf die höchste Stufe zum Beispiel, das blendet euch nicht, weil das Bild ja drüber liegt. Und ihr könnt eure Zahlen, eure Buchstaben, wie auch immer das bei euch auf den Bildern ist, das könnt ihr einfach viel, viel besser sehen. Ich finde das eine richtig geile Sache. Das erleichtert natürlich das Diamond Painten so ein bisschen. Und ja, so. Das gibt es in A4, dieses Pad. Das gibt es, glaube ich, noch in A3 und ich glaube in noch einer Größe. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Mir wurde es jetzt in A4 zur Verfügung gestellt. So, und jetzt möchte ich euch noch mal ganz kurz was zeigen. Das Diamond Painting ist von hinten, also das Bild, ist mit so einer Stoffschicht überzogen. Also das ist ganz weich. Das ist nicht wie bei meinen anderen Bildern. Bei meinen anderen Bildern ist es ja immer so ein bisschen, ich weiß auch nicht, es fühlt sich immer an wie Leinen. So, und dann habt ihr, also ihr könnt quasi das Bild alles komplett sehen. Und dann habt ihr hier solche Schicht drüber. Das finde ich auch richtig cool. Die ihr dann lösen könnt. Ich habe das an irgendeiner Seite schon mal angefangen. Genau, hier. Dann könnt ihr das hier lösen. Ich bin immer noch ziemlich nah ran. Und dann habt ihr hier diese Klebeschicht, wo ja dann diese ganzen Steinchen draufkommen. Genau. So, das lässt sich hier echt ein bisschen komisch lösen, aber ich denke, da werde ich noch einen anderen Trick finden. Und ja, und somit habt ihr einfach das ganze Bild auch im Blick. Ihr müsst nicht immer Folie für Folie abziehen, um zu gucken, sind da jetzt noch irgendwo, ist da jetzt noch irgendwo das P oder ist da jetzt noch irgendwo das O oder die 0. Das ist einfach so, es ist viel entspannter natürlich, das Arbeiten. Also ich freue mich da wirklich sehr, sehr drauf. Und jetzt möchte ich euch noch was anderes zeigen. Das war jetzt noch in der Verpackung mit dran. Hier ist quasi eine kleine Anleitung. Hier oben ist das Bild, was ihr euch dann ausgesucht habt. Hier steht dann nochmal die Größe, 50 x 50 cm. Finde ich auch echt cool. Dann ist hier an der Seite, das habt ihr ja auf dem Diamond Painting Bild selber auch, hier nochmal diese
diese Tabelle. Hier sind nochmal die Angaben, wie viel Packen ihr von jeder Farbe drin habt. Dann die Nummern und die Buchstaben. Genau, und dann ist immer nochmal eine Menge, wie viele Steinchen das sind. Klar, man setzt sich jetzt hin und zählt jetzt 20.668 Steinchen. Macht man natürlich nicht, aber es ist natürlich eine Menge. Und dann habt ihr hier nochmal so eine kleine bebilderte Anleitung mit nochmal einer schriftlichen Anleitung daneben. Und das finde ich echt eine coole Sache. Und jetzt kommen wir nochmal zu der Box, die ich euch ja im letzten Video gezeigt hatte. Das ist die Box. Die wiegt jetzt natürlich ganz schön. Moment, ich zoome euch mal wieder ein Stück raus. So, genau. Also die wiegt jetzt natürlich auch, ne? Und ihr könnt sehen, dass ich die jetzt schon befüllt habe. Ich habe jetzt alle meine Steinchen hier drin, die jetzt für das Bild sind. Und ich habe einfach die Nummern hier an die Seite drauf geschrieben, dann die Steinchen da reingemacht. Und das hier hebe ich mir natürlich auf. So, hier sind jetzt zum Beispiel meine weißen Steinchen drin, aber die habe ich jetzt hier nicht alle reingemacht, weil ich hier noch die anderen weißen habe. Also wisst ihr, was ich hier an weißen Steinchen zur Verfügung habe, weil das hier alles ist ja, es wird ja alles weiß, ne? Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Das wird natürlich eine Heidenarbeit werden, aber da freue ich mich drauf. Und ja, das ist halt gemacht wie so eine kleine, Tic-Tac-Verpackung. Finde ich eigentlich eine coole Sache. Es ist recht niedlich. Und ja, dann könnt ihr halt eure Steinchen, ich habe jetzt mal hier diese Rolle, da wo das Diamond Painting Bild drin war, das nutze ich jetzt als Aufbewahrung. Da habt ihr gleich einen Aufbewahrungsplatz für eure Arbeitsmaterialien, für die Pinzette. Ich habe hier noch den Wachs drin, den braucht man ja sowieso. Dann nochmal so ein Pigmondo-Logo und dann für die Steinchen die Pinzette und dieses kleine Schiffchen hier. Genau. Und so ist das Ganze jetzt aufgebaut. Ich bin sehr, sehr gespannt, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, wie die Produkte so sind. Ich bin gespannt, wie es im Endeffekt in dem Bilderrahmen aussieht, wenn das Bild dann auch fertig ist und an der Wand hängt. Das werde ich euch aber alles im Nachhinein zeigen. Ich werde euch am Ende ein Video drehen, wo ich euch sage, wie lange ich in etwa für das Bild gebraucht habe, wie das Bild im Endeffekt aussah, was ich noch an Steinchen übrig habe. Das ist für mich auch immer ganz, ganz wichtig, weil diese Steinchen kann man ja auch wieder weiterverwenden für Schüttelkarten oder sonst irgendwas, ne? Ja, ich bin sehr gespannt, wie das Arbeiten ist. Ich finde die Produkte qualitativ sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es gut, dass bei dem Bild hier so eine, hier diese klare Folie drüber ist, weil es einfach ersichtlich ist und ich kann einfach weiter gucken. Bei meinen anderen Bildern ist ja wie so Papier drüber und das finde ich schon eine coole Sache. Klar, Pigmondo kostet natürlich im Gegensatz zu China natürlich einiges an mehr Geld, aber ihr habt natürlich auch einiges an mehr Qualität. Ist einfach so. Muss man sagen, ich finde meine Bilder jetzt auch nicht schlecht, die ich habe, um Gottes Willen. Sonst hätte ich sie nicht, sonst würde ich sie nicht machen. Aber die Qualität von Pigmondo ist natürlich schon mal eine ganz, ganz andere. Ja, so. Und wie gesagt, es ist eine deutsche Firma. Ihr könnt euch auch selber euer eigenes Foto zusammenstellen. Finde ich auch ganz cool, gerade wenn man mal so als Erinnerung oder ein Familienfoto für die Eltern oder für Oma und Opa oder für sonst irgendjemanden oder für sich selber einfach ein Familienfoto in Auftrag geben, was man dann hinterher an der Wand hat. Und das ist einfach was. Und ja, denkt an den Gutscheincode, ich sag's nochmal, TinkerArt10, TinkerArt bitte komplett groß geschrieben und dann die 10 direkt dran. Ich blende es euch nochmal ein, dann könnt ihr auf euren Einkauf nochmal 10% bei Pigmondo sparen. Und Pigmondo hat nicht nur Diamond Painting, Pigmondo hat auch Mahnnachzahlen und diese Kratzbilder, was ich auch cool finde. Und die ganzen Zubehörsachen, wie zum Beispiel diese Box, sowas hier. Das LED-Pad, was ich richtig, richtig geil finde. Also da bin ich, also von diesem LED-Pad bin ich echt überzeugt. Bis jetzt. Ich bin gespannt, wie das Arbeiten damit ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das echt eine coole Sache. Ja, ich bin echt gespannt, wie das Arbeiten damit ist. Ich probiere das jetzt aus. Die nächsten Tage, ihr werdet in den nächsten Tagen von mir hören. Sobald das Bild fertig ist, drehe ich das nächste Video für euch. Und drehe danach nochmal für mich ein Fazitvideo, wo ich euch nochmal komplett ganz, ganz offen und ganz unverblümt und ehrlich sage, wie finde ich die Produkte von Pigmondo jetzt so, nachdem ich sie getestet habe. Und ja, ich denke,
Ihr solltet euch einfach mal selber überzeugen. Geht einfach mal auf die Internetseite, schaut da einfach mal vorbei. Gucken kostet nichts und testet es doch einfach mal. Vielleicht ist es ja was für euch. Ich habe so, so viele Anfragen immer wieder. Wo bestellst du deine Bilder? Wie macht man das? Das ist immer so, obwohl ich das ja nur schon ein paar Mal gezeigt habe in einem Video, ne, wie Diamond Painting funktioniert. Aber ja, ich bin jetzt, wie gesagt, sehr gespannt, wie das Bild jetzt im Endeffekt aussieht, wenn es fertig ist. Ich werde mich natürlich direkt dran setzen, weil ich einfach Bock drauf habe. Und ich bedanke mich nochmal bei Pigmondo für das zur Verfügung stellen der einzelnen Produkte. Das sind wirklich tolle Produkte. Und ja, ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr bleibt weiter dran bei meiner Pigmondo-Reihe. Und wir hören uns im nächsten Video. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.